Ich habe 1500 Euro auf Kipson gesetzt, weil ich die Quote von 1,8 deutlich zu hoch fand. Der 24-jährige Amerikaner ist per Wildcard in das Turnier in Delray gerutscht und hat zuletzt extrem viel Zeit auf dem Platz verbracht, super viel trainiert und spielt deshalb auch das beste Tennis seiner Karriere. Er hat diesen Monat sein drittes Challenger-Turnier gewonnen und deshalb auch seine bisher beste Platzierung auf der Weltrangliste mit Platz 155 erreicht. Vor allem bei seinem letzten Spiel konnte er den größten Erfolg feiern. Im aktuellen Turnier hat er nämlich Kecmanovic, Weltranglistenplatz Nummer 40, eindeutig per 2:0 vom Platz gefegt und seine ersten Aufschläge mit 90% gewonnen. Also mega stark, mega konstant. Außerdem bevorzugt Gibson den schnellen Hartplatz und hat in Amerika auch noch Heimvorteil, also die Fans auf seiner Seite. Die Analyse dazu ging wie immer an alle Mitglieder bei WhatsApp raus. Für regelmäßige Analysen belogosports.com.